Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Space Engineer Part 129 und gucken mal, was hier noch zu tun ist. Wir hatten ja eine längere Pause. Ich muss mich erst orientieren, was wir noch zu tun haben und dann schauen wir einfach mal gleich rein. So, als erstes werden wir mal sehen, dass wir hier aus unserem Sitz kommen. Ich war ja schon lange nicht mehr unterwegs hier bei den ganzen. Kann sein, dass wir da ein bisschen aus der Übung gekommen sind. Erstmal die Schleuse schließen. Haben wir unseren Helm auf? Ja, wir sind aufrecht. Helm ist auch auf und wir können rausgehen. So, ich denke mal, genau, da haben wir schon das Entscheidende. Hier oben steht noch das Dach an. Hier müssen wir noch ein Dach machen für das tolle Gerät. Und hier unten müssen wir auch mal landen. So, abschalten erstmal, die Türen öffnen. Hier haben wir noch gar keine Schleuse in dem Sinne. Müssen wir uns vielleicht auch noch was einfallen lassen. Und hier ist ja unsere Fertigungsriesenanlage. Da müssen wir vielleicht auch noch was einfallen lassen. Vielleicht können wir hier auch einfach mal den Weg tiefer machen. Ich könnte mir vorstellen, hier so eine Schräge nach unten. Oder hier so eine Treppe nach unten. Und dann dort lang. Dass wir einfach mal noch die restlichen Plätze hier. Haben wir ja noch insgesamt 4 Plätze für Booster. Und die würde ich gerne noch nutzen, damit wir da ein bisschen was bauen können. Und das andere Thema ist, dadurch, dass wir lange nicht gespielt haben, habe ich auch keinen Plan, was die letzten Patches alles so gebracht haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Und so. Deswegen steht immer an, hier ein Dach bauen. Dach. So, wäre die Frage, womit fangen wir an? Man könnte natürlich hier auch sowas hier machen. Ich würde ein Dach in diese Richtung Art anfangen, dass wir einfach hier oben so Rundgeschichte machen. Haben wir denn überhaupt was im Inventar zum Bauen? Wenn ich so sehe, nein. Nichts im Inventar. Können wir gar nichts platzieren, nicht solches. Guck mal. Da bräuchten wir ja eher so die runden Dinge hier. Haben wir noch was da? Wenn die Finger langsam zu kurz? Ne. Also, gehen wir mal hier kurz rein. Und werden uns mal hier drauf vorbereiten, dass wir hier anfangen zu bauen. Das erstmal leeren. So, Lampe brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Der Plan wäre der, dass wir hier anfangen mit sowas hier. Ah ja, ich verstehe. Das war ja die ganze Geschichte, wo man das dann jetzt neu gestalten kann. Sowas in der Art bräuchten wir. Dann bräuchten wir wahrscheinlich auch hier die leichten Blöcke. Wären sinnvoll, so als Gruppenunterteilungen. Und dann müssen wir gucken, große Fenster. Fenster zweifach, dreifach. Sowas in der Richtung müssen wir wahrscheinlich mal reinnehmen. Müssen wir mal gucken, was wir brauchen. Schräg, nee, Fenster flach, genau. So, das sollte das ungefähr erstmal sein. So. Aber muss ich ja mal überlegen, wie das jetzt war. Das war ja auch eigentlich alles neu hier irgendwie. Okay. Okay, da haben wir die Ecken. Das ist ja. Dann können wir das noch so drehen. Ja. Damit habe ich mich letztens schon rumgehalten. Ich habe ja nochmal angetestet gehabt. Ist jetzt alles für diese Planetengeschichte. Oh, da haben wir schon mal die richtige Farbe. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Die richtige. Nee. Das war es nicht. Naja, wenn nicht, können wir das später noch umfahren. Haben eh kein Material. Von daher ist es Banane. Nee. Was war denn das mit dem? Nee, da wird das immer weißer. Das ist immer das Problem, wenn man eine Weile nicht gespielt hat. Jetzt haben wir die richtige Farbe genommen. Genau, so könnten wir das Ganze mal wieder zurückpinden hier. Praktisch wollen wir da wahrscheinlich jetzt hier an der Ecke mal hier die Farblinie reinziehen. So. Nee. So viel zum Thema Farblinie. Das hat nichts wirklich gebracht. Und hier unten sehe ich gerade, es ist ein bisschen verdellt. Da kommen wir ja schon wieder. Nur nichts gemacht außer Schaden. Aber davon ganz viel. Ja, da können wir nicht mal. Können wir das nicht mal färben? Wollen wir ausschalten, die Tür öffnen? Müssen wir wahrscheinlich von drin machen. Genau, können
können wir den Block von drinnen färben. Ja, den anderen kriegen wir schon gar nicht mehr gefärbt. Beziehungsweise, höchstens so. Da haben wir aber jetzt die Farbe, die Blöcke in der... Naja, ist ja jetzt auch egal. Machen heute nichts weiter anderes als Farbspiele hier, so wie das ausschaut. Nehmen wir die per Hand. So. So, dann müssen wir hier einmal gucken. Stahl. Wir brauchen definitiv ein bisschen Stahl, damit wir hier überhaupt irgendwas anstellen können. So, wo gehen wir dann am günstigsten hin? Hier können wir mal die Türen zumachen. Weil wie sieht denn das ja aus? Oh. Kommen wir hier von hier aus eigentlich an den Container da unten ran? Wäre die interessante Sache. Wir brauchen Stahl. Oh, ja, haben wir ein bisschen das da. Kommen wir nicht ran. Weil das Ganze ja jetzt ja nur noch die Fertigungsstätte ist, müssen wir wahrscheinlich ganz nach unten rennen. Das ist alles nicht so einfach. Wäre jetzt auch mal die neue Frage, die wir uns mal stellen könnten. Wie lange wollen wir eigentlich noch mit dem Modell hier arbeiten? Oder macht es Sinn, vielleicht irgendwann mal zu wechseln? Weil es sind ja eine ganze Menge neue Features dazugekommen, die wir alle jetzt so noch gar nicht probieren konnten. Einfach, weil das ein ziemlich alter Spielstand ist, den wir hier unterwegs sind. Jetzt halt krabbelt er schon gleich über die Nase hier. Alter, vor allem zu viel. So. Ein relativ alter Spielstand ist, und das, was ich hier gerade mache, ist Quatsch. Nee. Da wollte ich doch auch keine hinhaben. Ja, es ist immer noch das Problem. Ich brauche doch Rundungen. Ich brauche doch eigentlich den da. Und zwar... Mal gucken, ob wir die Richter erwischen. Nee. Genau, und die hier bräuchte man ja. Ist gar nicht so einfach mit dem neuen Modell hier so den Überblick zu kriegen, ja. Ist schon ein bisschen tricky das Ganze. So. Dann müssen wir sehen, ob wir den hier richtig rumgedreht kriegen, ja. Also wir sind ja wie gesagt bei einem ziemlich älteren Spielstand da. Wir können ja ganze Menge nicht nutzen. Zum Beispiel Sauerstoff können wir nicht nutzen und dergleichen. Und außerdem sind ja Planeten noch dazugekommen. Die haben wir ja alle auch noch nicht bedüdelt. Einfach, weil wir sie noch nicht kennen. Wir haben die noch gar nicht gehabt. Oh, da müssen wir mal hier kurz hier hinholen und die Farbe kopieren. Wäre die Frage, wie gehen wir damit um? Eine Möglichkeit wäre es, wir gucken einfach mal und fangen einfach mal einen neuen Spielstand an. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Sozusagen, auf der Webseite habe ich es ja schon angekündigt, die Überlegung geht einfach darin, eine Season 2 zu machen. Season 2 bedeutet einfach, wir machen einen neuen Spielstand und gucken uns und fangen da auf Planeten an. Und gucken einfach mal da an, was da alles so Spannendes geht und wieso ist hier so eine hässliche Delle drin. Naja, das werden wir jetzt wohl nicht mehr ergründen. Oh, einfach hier nach oben gehen. Auch hier kurz das Ganze in die richtige Richtung drehen. Erstmal falsch, damit wir wissen, welches die richtige ist. Deswegen drehen wir erstmal in die falsche. Also, guck mal hier. Naja. Im Falschdrehen sind wir ja Weltmeister, sieht man ja ganz klar. Und der Ganze ist auch gar nicht so intuitiv mit dem Drehen. Muss man ja mal einfach sagen. Das war ja schon hier immer das Problem mit dem Drehen. Man kann nicht sagen, das Ding dreht rechts rum, links rum. Man hat einfach ein paar Drehrichtungen einfach zu viel. So. So. Hm. Man kann das Ganze natürlich auch stundenlang machen, indem man fünfmal in die falsche Richtung dreht. So, kopieren wir hier nochmal die Farbe. Weil hier brauchen wir ja diese hier. Oh. Ja, auch nach oben gehen. Man kann sich auch überlegen, was machen wir noch? Bis wie viele Folgen bauen wir denn? Bauen. Jetzt ist das hier Folge 129. Was wollen wir eigentlich in dieser Folge noch machen? In diesem Bereich eigentlich noch schaffen oder nicht? Schreibt es einfach mal rein in die Kommentare, wäre super. Lasst mal hören,
wie weit wir hier das Ganze noch spielen wollen, was wollen wir hier noch bauen oder wollen wir dann doch lieber schnell mal zu einer neuen Welt wechseln. Wann das noch genau passieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht kommt noch dazwischendurch noch ein anderes Let's Create. Was man sich da überlegen könnte, habe ich auch schon was im Kopf. Als solches, sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir mal schauen mit den Fenstern. Okay, die sind relativ groß. Ja. Fenster hier angehen, hier die Fenster mal drehen. Oh, das wären jetzt eins. Könnte man sich überlegen, ob man hier zwischendurch immer so Dreierblöcke macht. Das heißt, hier 1, 2, 3 und dann hier einfach mal so eine Barriere dazwischen. Ich weiß gar nicht, wie symmetrisch das ist. Das ist immer das große Problem, wenn man so großflächig baut. Dann am Ende herauszufinden, wie teilt man das denn am günstigsten. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Mal sehen, ob das passt. Dann gehen wir von der Seite auch nochmal ran. 1, 2, 3. Ja, würde halt gehen, ist nicht ganz hundertprozentig optimal, aber ich denke mal für unsere Zwecke reicht es. Man könnte sich überlegen, eigentlich hier komplett dann zumachen. Aber das überlege ich mir noch, ob wir hier in der Mitte zumachen. So, was brauchen wir für die Fenster? Erstmal würde ich sagen, wir landen hier kurz und brauchen aber was anderes. Und zwar werden wir uns mal darum kümmern, um unseren Schweißroboter. So, haben wir ihn denn? Ich glaube, Wender heißt er hier. Geht schon los, wenn man schon ewig nicht gespielt hat. Außerdem haben wir vergessen, dass unsere Welder-Drohne ja da hinten rumschwebte. So, Fernsteuerung der Drohne, steuern das Ganze mal. Das bedeutet, wir sollten vielleicht mal die Kamera anmachen. So. Einmal hier nach oben fliegen. Und das war unsere Drohne. Da hat es doch gerade irgendjemand massiv unsere Drohne zerlegt. Wir sind nur ein Stückchen nach oben geflogen. Und schon war Ende. Das ist persönlich jetzt uncool. Die Frage ist, von wo wurden wir beschossen? Irgendwie von da oben. Von da kann er nicht sein. Aber sieht auch cool aus mit der... Ja, guck mal, ob wir da ein bisschen Geschweiß kriegen jetzt hier. Wer hat uns hier beschossen? Oder haben wir einfach ein Problem mit der Zugehörigkeit? Hatte ich auch schon mal gehabt, dass vermeintliche Drohnen, ehemalige Ex-Drohnen sozusagen... Oh, was ist... Was brauchen wir denn für die Kamera ist auch wieder intakt. Die Frage, was qualmt noch? Eigentlich das ganze Ding. Mal gucken, was wir eigentlich noch zum Schweißen bräuchten. Ja. Hier brauchen... Ah, die Antenne hat zerlegt und Herstellungskomponente. Kommunikationskomponente. Haben wir vielleicht eine in der Drohne? Wäre super. Ich glaube nicht, wo soll die denn eigentlich herkommen? Wo soll denn bitte schön die Kommunikationskomponente herkommen? Also heißt es doch mal kurz hier runter. Vielleicht haben wir Glück und nochmal hier irgendwo was bekommen. Mal wissen, wie wir rankommen. Das ist ja nicht. Ach, da oben können wir reingreifen. Suchen wir mal nach Kommunikationskomponente. Können wir die abholen. Das ist doof. Factory Base 1. Wahrscheinlich war da eigentlich klar. Die Frage ist, wer hat auf uns geschossen? Weil wenn man guckt, diese nicht in Sicht und sonst ist ja niemand. Es kann höchstens unser eigene Maschinengewehr gewesen sein. Das wäre ganz groß. Also wer eine Idee hat, der wer auf uns geschossen hat, die Freunde hinten könnten da sein. Dann machen wir mal folgendes, fahren wir die mal runter. Nee. Wo haben wir einen Steuerpult? Naja, gehen wir mal hier hin, Steuerpult.
Ah ja, hier immer das Problem mit der Gravitation, ja. Geschützkolbe rechts umkehren, Geschütze links. Was ist das hier? Das kann man aber schlecht lesen. Okay, fahren wir die Freunde mal runter. Könnte höchstens sein, dass die auf uns geschossen haben. Einfach, weil sie die Drohne jetzt feindlich erkannt haben. Das ist ja natürlich persönlich ganz große Kacke, wenn die auf uns schießen, obwohl wir ja nichts gemacht haben. Mal gucken nochmal hier, jetzt kommen wir sonst zum Komponenten reinholen können. Wir brauchen ja nicht 246, wir brauchen bloß eine. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt hier den Schrott reinwerfen. Ein bisschen Schrott haben wir ja gekriegt hier. Mal gucken, ob der sich bewegt. Ja, der bewegt sich, denn das Nickel bewegt sich aber nicht. Warum bewegt sich das Nickel nicht? Wie sieht es hier aus? Ziemlich gut gefüllt. Oh. Kommunikationskomponente hier. Hier fehlen noch Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Oder? Nee, was braucht ihr noch hier? Hier wäre es mal mit Stahlrohre, klein und groß. Da haben wir ja ein paar drin gehabt, das habe ich ja gesehen gehabt. Und zwar, kriegen wir nicht rausbewegt, weil das Ding ja irgendwie so stark angeditscht ist, dass sich da irgendwie gar nichts mehr tut. Okay, das ist gar nicht gut. Okay, einmal hier absetzen, da rein. Das spielt man schon eine Weile nicht schon, hat man die ersten Probleme. Es kann jetzt natürlich aufgrund von Patches sein. Das weiß man nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Quatsch, hier, wo haben wir sie denn? Lagergeschichten. Leere bitte nicht anzeigen, weil leer bringt uns nichts. So, alles klar. Davon nehmen wir mal 10 mit. Dann haben wir jetzt gelernt, brauchen wir noch 3. Dann Herstellungskomponenten. Sehe ich. Ah, doch, da. Ah, da sind sie. Da hat es ein bisschen gezickt. Nehmen wir auch mal Zähne mit. Stahlrohre klein fehlt. Hiervon nehmen wir auch mal Zähne mit. Was uns aber fehlt, sind Stahlrohre klein. Gucken wir mal finden bei klein. Rohre haben wir nicht. Okay, rein in die Produktion. Und zwar müssen wir natürlich die richtige finden. Dann nehmen wir mal eine von den neuen hier. 1, 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
Für das Dach haben wir schon angelegt. Okay, jetzt haben wir die wieder wieder funktionsfähig. Motoren und Computerkomponenten. Die Frage ist, Motoren und Computerkomponenten. Interessant wäre natürlich die Frage, können wir von hier aus schon mal die Drohne jetzt näher bringen? Schweißrohne und Container. Ich sag, los hier weiter. Kaum nehme ich auf, krabbelt die Nase. Okay, Kamera. Momentan schießt keiner auf uns. So. Alles klar. Halten wir den Freund schon mal an. Und Motoren. Zwei Stück habe ich gesehen und Computer. Motoren. Haben wir ein paar da. Zwei Stück waren das, glaube ich. Und dann waren das noch Elektronik. Zwei Stück. Das waren die Teile vorne für den Schweißgerät, nämlich. Genau für das Schweißgerät brauchen wir die nämlich jetzt. Und da werden wir das nämlich auch mal hier gleich mal vorne ein bisschen richten hier. Mal gucken, ob es dann schon aufhört zu qualmen. Aber ich glaube, qualmen tut das Ding hauptsächlich wie in den großen Container. An dem wir irgendwie nicht ran, richtig rankommen zum Schweißen. So, vielleicht doch nochmal rein in die Steuerkonsole. Drohne. Steuern. Oh, und zwar das Ding ein bisschen anheben. Und wahrscheinlich ein bisschen drehen. Genau. Alles klar. Halt. So. Da brauchen wir Motoren und Anzeigen und Computer. Computermotoren. Jeweils Vierer und dann eine Anzeige. So, wo haben wir es denn? Wir brauchen Motoren wieder. Davon brauchen wir Vierer, hat er gesagt. Dann brauchen wir Computerteile. Vierer und eine Anzeige. So. Dann haben wir ja mal technischen Dienst wieder an unserem Fahrzeug hier gemacht. Ah ja, und interne Panzerung. Und es qualmt schon nicht mehr. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Haben wir wenigstens schon mal was geleistet. Das Ding qualmt nicht mehr. So, was war das gewesen? Ach ja. Diese komische interne Panzerung. Diese da. Davon waren das, glaube ich, nochmal 8 Stück. So. Was man sich auch überlegen könnte, wäre so eine Drohne, so als universelles Transportgerät für Material, da mal so eine Transportdrohne machen. So, gehen wir mal rein. Steuerung, steuern das Ganze. Dann wieder mal eine Kamera. Dann das Ganze mal in die richtige Richtung drehen hier. Irgendwie. Naja. Um eins haben wir das ja. Drohnen ist, wenn man es richtig macht, geht ja gleich wieder die lose Schweißen, aber da sieht man schon, dass die Farbe nicht passt. Aber das ist ja das kleinste Problem. Da wollen wir sehen, mal heute nochmal was Produktives schaffen. Und zwar in Form, wir schweißen ein bisschen Drohne zusammen. Ein bisschen Dach zusammen. Oh. Wenn wir sonst schon nicht auf die Reihe gekriegt haben heute in der Folge. Außer unsere Drohne zu beballern lassen und dann diese zu richten. So, die Aufgabe an euch wäre natürlich die Frage, was wollen wir jetzt noch hier bauen? Wir machen hier noch das Dach fertig. Wenn ihr noch Ideen und Vorschläge habt, schreibt das mal unten rein in die Kommentare. Und dann werden wir das noch versuchen umzusetzen. Und wie gesagt, dann werde ich das hier Ganze auch versuchen, ein bisschen zu beenden, sterben zu lassen in der Form. Sterben lassen klingt mal so hart. Nein, einfach mal Platz schaffen für was Neues. Vielleicht könnt ihr mal reinschreiben, mein Vorschlag wäre gewesen, eine zweite Staffel zu machen mit Space Engineer Planet. Oder wir können auch dieses komische mittelalterliche Ding hier machen, dieses The Technical Merchant. Bauen wir ein paar Boden und so. Wäre auch toll. Schreibt mal rein in die Kommentare, was ihr wollt.
entweder Burg bauen und sowas. Oder was auch noch im Angebot ist, weiß ich, kennt einer von euch, The Prison Architect. Können wir auch spielen. Bauen wir unser eigenes Gefängnis. Wäre auch eine Möglichkeit für Let's Create. Passt ja auch schon rein. Solches einfach mal reinschreiben in die Kommentare, auf was ihr Bock habt. Und dann gucken wir mal, was wir machen können, was wir möglich machen. Also, Prison Architect wäre eine Möglichkeit. Dann dieses mittelalterliche Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, auch von dem Macher von Space Engineer. Geht es ein bisschen Mittelalter im Boden bauen, schreibt es uns mal rein. Oder zweite Staffel von Space Engineer und diesmal Planeten. Bauen wir Fahrzeuge und sowas. Das wäre halt immer ein bisschen schwierig, Fahrzeuge zu bauen, wegen Mangel an Schwerkraft und so. Ein bisschen habe ich schon mal damit experimentiert. Weiß ich noch nicht, vielleicht kann ich mal ein Special machen. Ich habe noch so ein schönes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht mehr, ob das nach den ganzen Updates überhaupt noch läuft. Mich würde mal freuen. So, fröhliches Schweißen hier. Hat sich ausgeschweißt. So, damit hat sich das hier erledigt. Mal ein Stückchen höher gehen hier. Nochmal kurz ein bisschen am Zeugs hängen bleiben hier. So, gehen wir kurz hier rein. Und zwar müssen wir dann hier in die Base rein. Gucken wir mal hier Door. Hangar Door. Ja, dann machen wir hier Zeitschaltuhr. Jetzt auflösen. Na, ja, das ist immer noch ein bisschen schade bei der ganzen Geschichte, dass man das nicht so skriptmäßig triggern kann. Aber kann man bestimmt schon, dass man hier sagen kann. So, wir müssen auf die andere Kamera wechseln. Und auf die andere Steuerung. Das ist das eigentliche Highlight-Schwierigkeit immer bei den ganzen Zeugs hier. Dass die Steuerung nämlich dann umgekehrt ist. Oh, wir peilen einfach mal ganz spontan hier den hier an. Oh, andocken das Ganze. Einkuppeln. Rein ins Inventar. Wie hieß denn die Drohne eigentlich? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Wie heißt denn unsere Drohne hier? Direkter Zugriff? Nein. Da haben wir das schon abgekoppelt. Ich glaube, es läuft dann. Ich will mal hier sagen, hier. Wir brauchen Stahl. Und zwar für die. Das ist nicht das richtige. Tja, Info. Er muss doch nochmal abkoppeln. Naja. Ist jetzt auch nicht so wichtig, das Ganze. Koppeln wir das Ganze nochmal ab. Schauen nochmal, wie die Drohne heißt hier. Der war einmal zu viel gedrückt. Ja, genau, für 918. Gut, das wäre die 918. Da, so heißt die Drohne, da unten steht sie. Da werden wir sie jetzt nächstes Mal befüllen. Als solches, damit wir dann dort das Dach weiterschweißen können. Oben noch ein bisschen Glas drauf und dann sind wir da eigentlich auch durch. Und tja, dann müssen wir schauen, was wir anstellen. Entweder war es das mit Space Engineer Let's Create Staffel 1 oder ihr habt noch Ideen, was wir sonst noch bauen können. Jetzt kommt nämlich nur noch eins und zwar das ist die Endcard. Das hier am Ende, das ist die Endcard mit einer Videoempfehlung und zwar Let's Play Far Cry 2. Da ging es mir auch weiter in einer kleinen Pause. Wir sind jetzt da auf den zweiten Teil der Karte angekommen. Wer das Ganze nochmal anschauen wird, hier wird der Link dazu. Let's Play Far Cry 2. Wer Bock auf Bauen, Basteln, Shooter und anderen Quatsch hier hat und komplette Serien mag, der wäre jetzt hier genau richtig. Abonniert den Kanal, werdet Teil der Gruppentherapie. Folgt unten noch auf Facebook und Twitter, wenn ihr Bock habt. Kommentare nicht vergessen, darüber freue ich mich persönlich am meisten, denn ich bin Matt Burago und sag Servus. Und Ade.